Oh, hi und willkommen, mein Name ist Donny Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, The Definitive Edition. Endlich mal kann ich das wieder sagen, nachdem ich hier tagelang am Grinden war. Und ja, boah, ich will gar nicht mehr darüber reden. Gartu, so dieses blöde Drecksviech, ne? Häuser. Hier, dieses Mistviech, ey. Boah, ich könnte so kotzen. Okay, ja, wir machen einfach weiter. Wir müssen nach Noah, was irgendwo da hinten ist, nehme ich an. Ich nehme mal an, da hinten das Ding. Und ja, da ist der andere Hafen, weil Carol hat ja gesagt, es gibt einen Hafen auf jedem Kontinent, die miteinander verbunden sind. Und ja, ich nehme an, da oben ist das. So, wir setzen erstmal ein Zelt ein, weil man hat uns empfohlen, eins einzusetzen im letzten Part. Vielleicht kommt da irgendwie ein Skit noch gerade dazu und so. Also ja. Mal schauen. Cool. Wir spielen übrigens mal wieder Carol, weil und wir nehmen Repeat mit, weil Yuri ist schon wahnsinnig überlevelt. Also nicht überlevelt, aber erfahrungsmäßig. Und der Repeat liegt halt sehr weit hinten. Also ja. Gut. Wir erkunden mal, was hier so los ist noch, ne? Vielleicht finden wir ja irgendwas. Hier sind neue Gegner, die machen wir auch noch fertig. Boom. Nachdem wir jeden Gegner ja gesehen haben, setzen wir einen Heiligtrank ein, weil wir schon übelst überlevelt sind. Wir sind Level 22, die Gegner sind erst Level 15 und ja, machen die einmal platt. Wir müssen sowieso auch keine Sachen mehr lernen, also ach ja, ich habe das hier hingepackt. Also wir müssen keine Dings lernen, keine na, wie nennt man die nochmal? Fertigkeiten, ja. In diesem Spiel, also gibt es eigentlich gar keinen Grund für uns hier zu kämpfen, außer hier mal diese Gegner einmal zu sehen. Also ja, ist ja was los ist, ne? Gut, noch ein Gegner, boom, wie sah es wie ein Pirat oder so. Dieb, okay. Wie du klaust Gegenstände von mir. 5000 und Hexerin. Okay, gehen wir auf die Magierin erst. Und Hexerin. Ja, ich kann, glaube ich, hier wieder. Ich habe vergessen, die ganzen Sachen hier wieder umzustellen. Hier ganzen Attacken. Ich glaube, Rita setzt jetzt hier nur Dings ein, ne? Ja. Strategie. Da habe ich voller Arzt, das ist zum Beispiel nicht so gut. Andere Gegner, gleiche Gegner, entfernte Gegner, andere Gegner. Muss mal kurz, ja, sie hat nur Zauberarzt. Sie habe ich auch nur Zauberarzt machen lassen. Also ja, warte, wird noch was. Distanz halten. Formation halten hat sie, glaube ich, ne? Gut. Haben wir alles. Boom. Ja, dafür, dass wir Level 22 sind, kriegen wir trotzdem auch verpasst, habe ich so das Gefühl. Aber trotzdem. Das war ja jetzt nicht so Problem. Was ist das für ein Geräusch? Boah, das ist auf mich zu schlagen. Ich habe eine Axt. So. Halt uns das überhaupt? Hört dieses Geräusch irgendwie? Dieses Was ist das? So, gebrochener Dolch, Apfelgummi. Gut, mehr sind die Dinger ein bisschen ausgegangen. So. Ich habe schon bekämpft. Boah, genau das hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, da fliehen wir mal von. Ich setze mal einen heiligen Trank ein, damit ich mir aussuchen kann, gegen was ich kämpfen kann und was nicht. Haben wir die jetzt schon besiegt?
Ich meine, wir haben irgendwie andere Viecher erledigt, ne? Ich glaube nicht. Will ich schon bekämpfen? Ich weiß, trotzdem. Nö, komm her. Ich wollte schon sagen, kann ich die nicht angreifen, wenn ich heiligen Trank habe oder was? Grüne Killergurke. Was? 15. So, ich glaube, wir können so zwei Gebiete mal ein bisschen einfacher angehen. Aua. Boah, hör auf zu blocken. Willst du mich verarschen? Ich komme gerade mit meinem Overlimit hier an, ne, und dann blocken die natürlich. So, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich stärker bin. Also, ich bin Level 22, die sind Level 15 und ich kriege immer noch auf die Fresse. Will ja verarschen. Oder hat das Spiel einfach nur so einen riesigen Sprung gemacht hier, was Schwierigkeit angeht? Killer Gurken Tentakel. Schmeckt das nach Gurke? So, dich haben wir noch nicht. Hier fängt an zu schneien. Was? Ja, man ganz schön schneller. Gegen die haben wir schon gekämpft. Tschüss. Zum Glück kann ich hier entkommen machen und muss nicht wieder hier. Aber das habe ich so gehasst, wenn irgendwie am Rand des Bildschirms irgendwie rennen muss, bis du dann irgendwann flüchten kannst. Das ist so nervig. Oh, hier geht es nicht weiter, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich muss mal gucken, was hier ist, ne? Können wir doch keine Vorwürfe machen, und ich die Welt erkunden will, oder? Ah, okay. Oh, jetzt wird es wieder wärmer, gut. Ich glaube, wir haben alle Gegner hier fertig gemacht. Das heißt, wir können direkt zum Hafen gehen, ne? Ja, sieht so aus. Geh weg. Und dann kann man die Kamera irgendwie ändern. Na, geh weg. Ich würde sagen, wir sind gleich schon da. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Soll das trotzdem allein gehen? Man weiß ja nie, ne? Final Fantasy haben sie sowas gerne gemacht. Irgendwie einfach nur so eine Ecke irgendwie auf der Weltkarte, die man irgendwie besuchen kann. Da dieser Baum, der steht zum Beispiel ein bisschen ab. Ist aber nichts. Okay. Muss halt alles erkunden und das scheint ja noch so wie die klassischen Tales of Titel hier zu sein, ne? Also wir haben eine Weltkarte und also was, also das ist jetzt auch nicht mehr so üblich in neueren Spielen. Ich weiß nicht, was so schwer ist, daran irgendwie eine Weltkarte zu programmieren, aber es kommt nicht mehr so oft vor wie damals. Gut, gehen wir da rein. Eieiei. Gucken wir mal, was hier los ist. Es ist am Regnen. Die Hafenstadt Kapua Nor. Oder Kapua Nor, wie auch immer man das ausspricht. Ja, vorhin war es noch am Schneien. Ja, da war ja was. Entschuldigt, wenn ich das vergessen habe, aber ich habe noch mal irgendwie 8 Stunden oder so gegrindet, 6 Stunden, 5 Stunden, was irgendwie doppelt so viel ist wie meine Spielzeit. Also
Ja, eine doppelte von meiner Spielzeit, also ja, ich habe es ein bisschen verdrängt. Sogar zweimal genau gleich gesagt. Da kommen wir ins Spiel. Tiger. Er redet hier von Manieren, stellt einen Typen bei. Also. Hat sich von allen getrennt. Von allem, was mir lieb und wichtig ist, genau. Kommen wir mal von Kapur. Kapur ist jetzt im neuen Süden von Torino im Norden. Wir sind hier auf der Südseite. Kapur Nord. Gunier ist ein niederträchtiger Kerl. Er nimmt nicht nur den Bürgerstein ab, sondern lässt auch die Reisenden bezahlen. Ja, ich glaube, das lohnt sich noch nicht, wenn ich noch nicht alle Charaktere habe, ne? Bitte Verzeihung, der gesamte Kreisbefehlsgouverneur ist geschlossen. Was ist das da unten? Wunderkoch, ne? Ja. Hat er gerade seine Brille weggeworfen? Du hast mich gefunden, du bist ziemlich gut. Zur Belohnung zeige ich dir, wie man kocht. Gut, mir gehen langsam die Rezepte nämlich aus. Rezept gelernt, Sorbet. Ich gebe dir das jetzt zum Üben. Gut, los, wir sehen uns. Ciao. Gut, mir ist nämlich gerade Zeug zum Kochen ausgegangen, weil... Oh, da kann ich sogar herstellen. Weil Reisbällchen kann ich auch herstellen, aber ich kann mir die Sachen noch nicht alle kaufen. Hiervon konnte ich mir die Sachen unendlich mal kaufen, also wäre es mal gut, wenn ich so Sachen bekomme, wo ich halt auch die Zutaten verkaufen kann, ne? Welcher Verbrecher auf der Flucht, männlich, mit langem schwarzem Haar, schwarzes Gewand, mit geöffneten Vorderköpfen, Hinweise dringend an der kaiserlichen Ritter, da kennen wir doch jemanden, ne, der so aussieht, glaube ich. Was ist das hier? Ja, der erinnert mich irgendwie an die Atmosphäre, erinnert mich irgendwie an Tales of Phantasia. Ganz am Anfang, wo
ja, die Stadt irgendwie, die Hauptstadt, das Hauptdorf des Hauptcharakters angegriffen wurde. Spoiler übrigens, aber sie sind nicht wirklich ein Spoiler, das ist am Anfang des Spiels. Das passiert wortwörtlich in der ersten Stunde des Spiels. Ich habe Tales of Phantasia übrigens nie durchgespielt, also ich kam da irgendwie nicht weiter, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen musste als nächstes. Also, ja, da ist auch mal vorgekommen. Wir leiden wegen den Konsuls. Können wir nichts tun, außer zu sehen, wie unser Sohn stirbt. Ich hatte keine Ahnung, dass in Kapur nur geschah. Dass das in Kapur nur geschah. Das Reich muss niedrige Standards haben, wenn jemand wie er eingestellt wird. Hey, Juri, geh nicht zu weit und verlauf dich nicht. Wir haben zurzeit geschlossen. Mehr muss ich nicht hören. Sein. Da war so ein schwarz gekleideter Kerl. Hast du was gegen Schwarz? Markt Fortuna Nor. So, haben wir ja schon mal neue Waffen. Morgenstern, das sind schon mal neue Sachen. Stärke plus 2, Alter. So. Oh, das ist gar nicht das, was ich mal hergestellt habe. Ah, okay, cool. So, dann warten wir erstmal, bis wir die ganzen Sachen kaufen, obwohl. Wenn ich schon mal hier bin. Kann man auch einen hiervon kaufen. Wie sich ist nicht so teuer. Ich habe gerade so viel Geld, also. Ah, das kostet nur 20, ausgezeichnet. So, wie wär's mit Synthese? Können wir irgendwelche geilen Sachen? Hallo. Halbgerahmte Brille. Wir können Dings herstellen. Cool. So, was haben wir denn hier alles? Das mal erst später machen. Willst du euch etwas ausmachen, mehr zu kaufen? Ich komme gleich wieder, keine Sorge. Landvermessergelder, Weltenkeller. Schade, plus 1. Erfahrungsanteil. Okay. Aus des Würfelmeisters. Hier ist der Hintereingang. Ich habe es hineingeschafft. Sieht aus wie die Handschrift eines Mannes. Was? Egal, wir haben eine verdächtige Person gesehen. Wow, das war sehr komisch, dieser Übergang. Das funktioniert nicht mit einer Axt. Was seid ihr denn? Let, okay. Sagt mir nicht, ihr seid auch irgendwie so ein Killerkampf. Seine Angriffe sind einfach so langsam. Ey. So, genau das wollte ich machen. Und ich halte mich mal hoch, weil schon lange ja, seit ich gespeichert habe, glaube ich. Sobald irgendwie mehr als gegen einen Gegner gekämpft wird, ne? Also ich konnte nichts machen hier gerade. Das ist genau das, was ich meine. Ich frage hier gleich. Oh. Einfach nicht, ey. Nein. Ich drücke Blocken, ne? Ich drücke Blocken. Aber ich kann nichts mehr machen, wenn ich einmal da drin bin. Oh, ey. Ah, guckt euch da an. Aber ändert sich mit der Zeit, dass man irgendwie aus so Taumeln raus kann. Ne? Weil du bist einmal in so einem Angriff drin, du kommst nicht mehr raus. Oh Gott.
Die Typen Voldo aus Soul Calibur oder was? Guck mal, wer da ist. Es ist Guy aus Tales of the Abyss. Ja, warum sieht er übrigens so aus wie der? Egal. Cool. Die beiden sind so cool. Ach ja, wir sind ja Verbrecher. Genau. Wie hast du mich erkannt? Mit diesen Dingen? Okay, damit haben wir das erledigt, ne? Damit nicht, Estelle verlässt die Truppe. Das würde mich nicht so erfreuen. Na, vielleicht sollte ich doch mal gucken, ob wir schon bessere Waffen und so kaufen können. Also es scheint aber nicht so zu sein. Warte mal, das haben wir nicht. Großaxt. Habe ich das nicht schon? Nee, ich habe keine Großaxt. Nein. Ja, der Franziska. Ja, dann hätte ich mir vielleicht kaufen können, aber vielleicht. Ich habe das sogar gekauft. Boah, ich habe mir noch nicht ausgerüstet. Boah. Wäre vielleicht nützlich gewesen in diesem Kampf. Da ist der Rest. Es geht. Bei dem Wetter bist du irre? Also wieder irgendwas, weiß nicht, was das ist, aber irgendwas scheint immer ausgestöpselt zu werden in meinem PC und ich habe keine Ahnung, was. So, lass mich rein. Ich muss zu diesem riesigen Gebäude auf der linken Seite, ne? Zu dem muss ich hin, nehme ich an. Ich hätte gerne meine ganze Truppe wieder, damit ich mich hier rüsten kann. Wenn da nicht zu viel verlangt ist, aber okay. Funktioniert auch bei stärksten Regen. Was ist da hinten los? War das schon immer so viele Schiffe?
Da haben wir einen nächsten wichtigen Charakter. Wenn man den Titelbild vom Spiel ja glauben kann.人に随分乱暴的な扱いだな。なんだお前は。その時の親父か何か。俺がこんな大きな子供の親に見えるってか。嘘だろ。再チャレンジなのじゃ。おいおい、丸腰の子供相手に武器無限のか。ガキにこれが大人のルールだってことを教えてやるだけだよ。やめとけって。 Er schlägt einfach wild um sich. Was? Was ist gerade passiert? Oder was? Was? Weggeworfene Puppe. Was für eine Verschwendung von Talent. Folgendes erworben. What? Okay. Dann gehen wir mal zurück. Ich weiß schon, wer dieser Charakter ist und ja, das nehme ich mal an, war eine Szene, die nur in der PS3-Version von diesem Spiel damals rausgekommen ist, wo auf diese Version hier basiert. Also ja, gut. Was hast du diesmal gemacht? Gar nichts. Sollen wir reingehen? Oder mal. Was können wir denn sonst machen? Nix, ne? Unser Mädchen ist hier irgendwo jetzt. Aber ich glaube, das ist in die Villa reingegangen, ne? Pium. Ja, nehme ich an. Gut. Nichts. Alles klar. Dann gehen wir mal in die Gaststätte. Mal gucken, was du schon. Oh, aua, mein Bauch tut weh. Urk. Kannst du dich mal woanders übergeben? Vielleicht will ich von der Seite da reingehen. Carol, Rita und Repeat wieder vereinigt. Gut, können wir jetzt shoppen gehen? Ich habe Prioritäten, wisst ihr. Juris Sorge. 帝国が Okay. Ich weiß es völlig gar nicht, wie viel Geld ich besitze. Die Schiffe bleiben im Hafen. Da kann man nichts machen. Ich weiß, wie ich diese wertvolle Erfahrung mache. Wir speichern mal, weil ich habe keine Lust, dass irgendwie was ein Storykampf oder so kommt und ich weg dann und kann dann wieder neu laden. Der Kampf neu starten und so gibt's nicht. Diesen. Jetzt kann ich raus. Okay. Okay. Was? Ja, ich warte einfach mal, bis vielleicht kriegen wir ja noch Estelle wieder. Also hoffentlich kriegen wir Estelle wieder. Weil dann
Also alle können Reisende Informationen austauschen. Ihn könnte nicht raus zur See wegen schlechten Wetters, wollte schnell zurück in die Heimatstadt, konnte aber nicht. Der Gouverneur hier, Ragu, wollte einen hohen Betrag für überführt. Kann ich mir nicht leisten, solange ich nicht weiß, wie das Wetter in der nächsten Stadt ist. Außerdem, wer hat so viel Bares? Hoffe, das Wetter ist schon irgendwann besser. Ist morgen besser. Was geht? そっちの秘密のお話も。ここまでの事情は聞いた。賞金首になった理由もね。まずは礼を言っておく。彼女を守ってくれてありがとう。あ、私からもありがとうございました。何？コアドロボを探すついでだよ。問題はそっちの方だな。うん？どんな事情があれ？ 公務の妨害、脱獄、不法侵入を帝国の方は認めていない。ごめんなさい。全部話してしまいました。仕方ねえな。やったことは本当だし。では、それ相応の処罰を受けてもらうが、いいね。フラン？別に構わねえけど、ちょっと待ってくんない？下町のコアを取り戻すのが先決。 と言いたいのだろう。フレン様、情報が。なぜリタがいるんですか？あなた、帝国の協力要請を断ったそうじゃないですか。帝国直属の魔導士が義務付けられている仕事を放棄していいんですか？誰？誰だっけ？いいですけどね。 僕もあなたになんて全然。紹介する。僕。こっちはアスピオの研究所で同行を頼んだ。めっちゃ。彼は私の。え？賞金首の。そうでは待て。賞金首ですよ。事情は今確認した。 確かに軽い罪は犯したが、手配書を出されたのは濡れ衣だ。後日、帝都に連れ帰り、私が申し開きをする。その上で、受けるべき罰は受けてもらう。失礼しました。ウィチル、報告を。もう用事は終わったんでしょう？この連続した雨や暴風の原因は、 やはりブラスティアのせいだと思います。季節柄、あれは水時期ですが、船を出すたびに悪化するのは説明がつきません。ラゴー執政官の屋敷内に、それらしきブラスティアが運び込まれたとの証言もあります。天候制御できるようなブラスティアの話なんて聞いたことないわ。そんなもの発掘もされてないし。いえ、下町の悪いブラスティアに遺跡の。 執政官様がブラスティア使って天候を自由にしてるってわけか。ええ、あくまで可能性ですが、その悪天候を理由に港を封鎖し出港する船があれば法令違反で攻撃を受けたとか。それじゃ取り向こうに渡れねえな。執政官の悪い噂で、あ、それはマハマスだけ。ビブガロという魔物を野に放って 税金を払えない住人たちと戦わせて遊んでいるんだ。ブガロを捕まえてくれば税金を免除するといってね。ひどい。ですね、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 ひどい。
versucht sie Aspions Ruf zu ruinieren. Aber ich muss bestraft werden und der Gerechtigkeit ist zu dienen. Obwohl du was wusstest, hast du getan, was du getan hast. Ich hätte gedacht, dass Flynn jemanden zum Freund hat, der auf 10.000 Galtkopfe ausgesetzt sind. Und Sir Flynn auch. Da sind 500 Galt drin, legen wir sie zurück. Er klingt irgendwie gar nicht nach mir. Da ist nichts drin. Ne? Können wir die nicht mitnehmen, weil jetzt Flynn und Co. da sind oder was? Weil ich hätte das sofort mitgenommen, ey. Also gestern habe ich Magenschmerzen. Oh. Mein Gott, ey. Ich kann herzlich gefangen, was? Na, was? Das ist eine schreckliche Welt. Oh, du willst überlachten? Geil. Oh. Vielen Dank, wir hören uns wieder. Okay. Sollte ich das nicht machen? これなんか言っても門前払いだよ。いくらエスとしても無駄だって。とは言っても港は閉鎖されてちゃ取り向こうに渡れねえしな。レデッキってこそどろも隻眼の大男も海の向こうに嫌がんだ。うどうだ考えてないで行けばいいじゃない。話の分かる相手じゃねえなら別の方法を考えればいいんだしな。では。 So, wie du bist jetzt nicht auch voll geeilt, danke. Wir sehen mit Flynn. Ah, mein rechter Fuß ist eingeschlafen. Alles klar. So, jetzt kann ich erstmal shoppen gehen, meinen Leuten. So, was haben wir denn hier alles? Franziska habe ich schon. Morgenstern. Da gibt es Vitalität für. Boom. Schlegel, da gibt es Stärke 2 von. Stilett haben wir schon. Und Kette haben wir auch schon. So, ein hierfür, ein hierfür. Dann ein hierfür. Das Dingen, das Dingen, das Dingen. Und Talisman. Könnte eigentlich auch nicht schlecht sein für einige Leute hier. So. Hm. Ach so, ich wollte schon sagen. Wenn da noch ein Balken ist, habe ich das nicht, ne? So. Warten und Vitalität. Mehr KP, was? Ein einziger Angriff kann Fleisch zerreißen und Knochen zermalmen. Alter, was ist mit dir los, Estelle? So, ich habe noch nie irgendwie so Zweitwaffen-Sachen bekommen. Merke ich gerade. Ja, bald, ne? So. Ja, Dingen. Bonsreif, ne? Ja. Oder? Ja. Hattest du schon, was? Diebesjacke. Schade, dass man nicht sieht. Aber irgendwie awesome. So, haben wir alles, ne? Ja. Talisman könnte ich auch für mehrere Leute hier holen, aber weiß nicht, so ein Rest tun wir hier. Ne, halt, Synthese. Schal plus 1 Erfahrungsanteil. Ja. Was noch? Mal sonst alles, ne? Ja, sieht's aus. Keine neuen Dinger, ja. Hierfür auch nichts.
Wir haben auch alles. Angriffsring können wir uns herstellen. Licht der Kraft. Das ist ein komischer Name für. Okay, den Rest kaufen wir hier Dings. Essen, weil wir können es uns langsam leisten. Also habe ich sehr viel Geld von meiner Trainingssession hier bekommen. So gut. Erfahrungsanteil, was macht das? Gewinne Bonuserfahrung ohne am Kampf teilzunehmen. Ja, klingt doch auch nicht schlecht. Halt. Hier war doch noch irgendwo was, ne? Ne, das hier. Da. Da ist jetzt jemand. Wer bist du? Oh, Entschuldigung, Sie, junge Dame. Hätten Sie vielleicht eine Minute Zeit? Hm? Meinen Sie mich? Ja, Sie hätten Sie vielleicht Lust auf eine Runde Würfelspiel mit mir. Um es für Sie interessant zu machen, bekommen Sie ein schönes Geschenk, wenn Sie mich schlagen. Na, was meinen Sie? Naja, warum nicht? Aber sind Sie sicher? Ich bin ziemlich gut bei diesen Spielen. Oh, hervorragend. Ich habe nach einem Gegner gesucht, der mich fordern kann. Nicht umsonst nennt man mich den Meister. Ich lasse mich nicht so leicht besiegen. Ja, haben wir wirklich die Zeit dazu, hier zu sitzen und ein Spielchen zu spielen? Spiele ein Spiel. Keine Angst, ich mache den Kerl in Hand und drehen fertig. Wart's ab. Hohoho, ho, ho. Nun denn, wollen wir beginnen? Gerade oder ungerade? Hoch oder niedrig? Gerade oder ungerade? Okay. Erster Kampf. Rate die Summe der vom Würfelmeister gewürfelten 3 Würfel. Die Summe ist niedrig, wenn die Summe zwischen 3 und 10 liegt. Sie ist hoch, wenn sie zwischen 11 und 18 liegt. Der Spieler tippt, ob sich bei der Summe um ein Hoch oder Niedrig handelt. Der Spieler dreimal hintereinander richtig hat er gewonnen. Das Spiel endet, wenn du einmal falsch getippt hast. Also jetzt haben wir 10. Okay, das sind. Wie soll ich denn da beim ersten Wurf hier erraten? Wenn ich so sei, nach diesen hochtrabenden Worten hatte ich etwas mehr erwartet. Was? Nein, 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 das ist ein Missverständnis. Ich bin heute nur nicht so gut in Form, das ist alles. Und Sie können gerne auf ein Rollenspiel wiederkommen, wenn es Ihnen wieder besser geht. Na, da war ein Skit. Die Schlechtigkeit des Gouverneurs.帝国の一部の人間が出会い顔してんのはどこも同じだな。町の入り口で見たような光景。俺の住んでた下町でも腐るほどあったよ。僕は帝国管理下の町に住んでないからいいけど、こんなところには絶対いたくないな。どうして執政官がこんなことを。まあ、俺らまで町の雰囲気に付き合ってやることはね。そういうこと。はい。それともっとま。 Spiel ein Spiel. Hoch oder niedrig? Hoch. Ja, schon wieder genau das gleiche. Wie soll man das beim ersten Mal hier? Hey, was ist denn mit deinen genialen Magiern passiert? Halt den Mund! Womit produziert man keine Gewinne? Gut. Dann eben niedrig, komm. Niedrig, gut gemacht. Das ist halt einfach nur Glück, oder was? Das ist einfach nur Glück. Geh doch endlich auf, ich sag's dir, du wirst nur weiter verlieren. Ich halte das nicht aus, ich halte das nicht aus, ich halte das nicht aus. Vielleicht habe ich mich in ihn getäuscht. Wie soll man sich nicht? Das ist einfach nur Glück. Wo soll man denn wissen, wie das niedrig? Ja, super. Was ist das denn für ein Kack? Ich dachte erst, du würfelst erst etwas und danach musst du erraten, wann es niedriger. Also einfach nur Glück, das ist sonst nichts. Oder niedrig, niedrig. Ja, was ist das für ein bescheuertes Spiel? Da kannst du. Oh, und jetzt mal muss ich mir diese blöde Cutscene
Kann man das irgendwie vorher bestimmen? Nee, ne? Hoch. Niedrig. Ist einfach nur Glück, mehr nix. Das ist für ein Kack. Niedrig. Hoch. Seid hoch, ja. Ja toll, ich habe dreimal. Geraten, richtig geraten, geil. Das denn für ein Minispiel. Endlich. Ja, ich habe verloren. Auch hier ist noch so blind, wo wir irgendwann mal ein Korn finden. Halt die Klappe, Juri. Und jetzt zum Preis wie sie rein. Ein Herz auf den Kuss von meiner Wenigkeit. Ha, reingelegt. Nein, ich werde Ihnen den Titel der neuen Meisterin verleihen. Meine Niederlage wird sich hier um solche neue Herausforderer anziehen, die ihn Ruhm erwerben wollen. Bleiben Sie stark und verlieren Sie nicht, Rita. Hier ist sie, die neue Würfmeisterin Rita. Fortsetzung folgt beim nächsten Mal, wenn es heißt, der nächste Mörder lauert schon. Fortsetzung folgt? Das glaube ich kaum. Hohoho. Und wenn Sie Lust haben, können Sie mir jederzeit wieder bei meinem Hobby Gesellschaft leisten. ウィチルってのもアスピオの人間だって言ってたな。リタとも知り合いなんですよね。あ、そうって。なんか視界の端には入れたことがあったような気がするんだけど、ぼんやりとしか覚えてないのよね。なんかウィチルが喧嘩腰だった理由分かった気がするね。 Ja, da waren gerade. So ein bescheuertes Spiel, ey. Na, da will ich wenigstens nur einmal gewinnen. Was hätten wir mal beim ersten Mal geschafft hätten? Gerade. Das ist einfach nur raten. Das ist doch so was von. Für ein Spiel, ja, so vollkommen bescheuert. Na, sieben natürlich war das nicht. Vielleicht kriege ich ja irgendwas Geiles, weiß ich ja nicht. Oh. Oh, keine Lust. Ey. So, neuen Titel bekommen. Neue Würfelmeisterin. Auch wenn du ein Neuling bist. Können eine künstliche Geschichte des Würfels neu schreiben. Ich hätte lieber Großmagier. Okay, ich würde sagen, das war's aber für diesen Part, ne? Wir haben Flynn wieder getroffen, was doch auch gut ist, ne? Und jetzt müssen wir halt diesen Gouverneur hier finden. Und gucken, was mit dem los ist. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte lasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Gut gemacht.